Ja, willkommen zurück hier bei der vierten Folge. Ich habe noch mal ein bisschen überlegt und rumgeschaut und da habe ich es dann doch gefunden. Und zwar, wenn wir hier jetzt gucken auf dem Schulhof, dort ist ja die Damentoilette, wo wir nicht reinkommen. Ja, warum kommen wir nicht rein? Klar, wir waren doch nicht mit Gabi da. Die Jungs kommen da ja normalerweise sowieso nicht hin. Deshalb, ja, schauen wir doch mit Gabi vorbei. Zutritt nur für Damen. Du sagst es. So. Aber das sieht hier alles trotzdem ziemlich unauffällig aus. Ich meine, das Video kam ja hier von oben. Okay, wir können zumindest dahin. Aber das sehen wir nicht. Ziemlich anrüchige Angelegenheit. Ja, das ist klar. Wir sehen aber immer noch keine Kamera. Okay, hier, wir kommen da oben irgendwo hin. Ich könnte auf den Klodeckel steigen. Ja, das ist sinnvoll. Ja, okay, den haben wir runtergeklappt. Gut, dann steige ich mal aufs Klo. Ich hoffe, der Deckel trägt mich. Also, ich kann keine Kamera entdecken. Mist. Klar, Gabi, du bist ja auch so schwer. Okay, die können jetzt sauklein sein. So ein kleiner Punkt hier würde ja theoretisch schon reichen. Aber selbst das nicht hier, auch beim Absuchen und alles. Okay. Kann man nach rechts und links? Nee, auch nicht. Können wir wieder runter? Das heißt, der Dieb hat seine Sachen entfernt, oder? Okay, da kommen wir nicht raus. Da kommen wir wieder hin. Da kommen wir nur zurück. Dann gehen wir nur mal hoch. Nee, wir haben hier nichts. Das verstehe ich nicht. Gibt es hier noch andere Spuren? Vielleicht wird sie erst sichtbar, wenn man spült. Auch nicht. Verdammt. Ja, du, das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte jetzt nur nachgedacht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Deshalb, ich bin genauso ratlos wie ihr. Aber erkennen tue ich nichts. Okay, wenn der Toilettendeckel oben ist, funktioniert das nicht. Können wir ihn wieder runterklappen? Auch nicht. Nee. Also die ist hier schon ein bisschen heller. Das heißt, die ist neuer, klar. Aber trotzdem kann ich damit jetzt hier rein gar nichts machen. Ich kann hier kein Werkzeug aussuchen. Gibt es hier nochmal irgendwas? Okay. Ja, dann habe ich natürlich sehr schön nachgedacht. Aber es hat irgendwie nichts gebracht. Scheiße. Von außen haben wir ja auch nichts. Fenster waren ja drinnen auch nicht vorhanden. Aber es müsste von oben sein, weil die Position war ja von oben. Man konnte ja quasi die Zeitung lesen, die sie liest. Wir könnten probieren, mit Frau Petzold da nochmal in Kontakt zu treten und ihr das zu sagen, aber das was bringt. Frau Petzold, sind Sie da drin? Lasst mich in Ruhe! Heute habt ihr genug angestellt! Die Ärmste, sie ist völlig runter mit den Nerven. Oder wir können ja nicht zwei auswählen, ansonsten vielleicht hättet ihr unser Dings dann eine Idee, aber. Ach, vielleicht hier drinnen dann von der anderen Seite? Hier sind zwar auch Punkte, aber das ist ja nicht zur Toilette. Die Toilette müsste ja hier sein am Rand. Aber hier ist ja auch nichts. Das ist raus. Kommt man denn von der anderen Seite dran?
Scheiße. Aber warum kommt man denn da so nah Zutritt dran? Nur für Damen. Da muss doch was sein. Hier, da komme ich doch wieder auf die Toilette drauf. Hier ist nichts. Hier muss doch was sein. Ich verstehe es nicht. Oder muss da vorher noch irgendein anderes Event getriggert werden? Hier kommt man zurück überall. Nochmal zum Brunnen. Nee, da hat sich jetzt hier auch nichts verändert. So ein Mist. Hier irgendwelche Utensilien, die man benutzen kann? Nee, auch nicht. Katzen und Baldrian. Kein Wunder, dass man es im Mittelalter als Hexenkraut kannte. Dem starken Geruch wurde nachgesagt, er könne Geister vertreiben und Böses zum Guten wenden. Okay. Eingangshalle. Hier ist ja auch nichts. Frau Petzold, sind Sie da drin? Lasst mich in Ruhe! Heute habt ihr genug angestellt! Das hatten wir schon. Die Ärmste, sie ist völlig runter mit den Nerven. Okay, hier hinten kommen wir auch nicht hin, weil... Nee, wie ist denn das? Ist das die Eingangszelle? Kommt man denn da hinten sonst? An der Wand sind Damentoiletten? Ja, vermutlich eher nicht, ne? Sportplatz ist ja komplett weiter weg. Da ist ja auch nichts. Hallo? So, hier. Nee. Das muss doch da sein, ansonsten konnte man doch gar nicht hochgucken. Wir kommen hier rein, klar. Okay. Kaputt. Ist auch besser, wenn Siebklässler sich noch keinen Kaffee ziehen können. Irgendwie an der Wand wäre oder Zutritt so. Zutritt nur für Damen. Sehr schön, wir haben gespielt, aber das bringt ja... Oh! Was? Hier? Was ist das? Sieh mal eine an, ein Kabel. Es führt nach oben. Boah, das war aber versteckt. Wäre ich mit der Maus nicht so abgedriftet, hätte ich das doch gar nicht gesehen. Na, was haben wir denn da? Sieht aus wie eine Webcam. Eigentlich stellt man diese handliche Kamera freiwillig am PC auf, damit andere im Internet mal sehen können, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Aber ja. Diese Webcam diente eher dazu, um anderen hinterher zu spionieren. Ja, aber... Durch das Holz hätten wir nicht dran gezogen, wäre das doch gar nicht so. Also irgendwie komisch. Schau an, sogar Schuleigentum, Nummer 27. Aber ich weiß, wo sich feststellen lässt, wer sie ausgeliehen hat. Im Schulsekretariat. Aber mal ganz ehrlich, durch Holz kann sie ja auch nicht durch, ja, durchschauen. Das hätte man ja irgendwie sehen müssen. Ja, komm, nehmen wir mit. Ist aber auch unauffällig gewesen, wie nichts Gutes, ne?
Okay. Gabi meint, sie weiß wo, dann gehen wir mal dahin. Ja, Gabi Glockner, ich höre. Ich dachte, Sie könnten mir weiterhelfen, Frau Bach. Ich helfe, wo ich kann, aber die Briefe vom Herrn Direktor gehen vor. Okay, das ist natürlich sehr schlecht. Hier sonst zwei. Oh, da. Gabilein, das ist das Lehrerzimmer. Ja und? Das macht doch nichts. Vielleicht möchte Gabi auch nur einen Tee haben. Und die haben da noch eine andere Teestube. Nee, okay. Wann wird Herr Nowak unser neuer Direktor? Haben Sie mitbekommen, ob Karl Vierstein jetzt mit der Neuen gehen will? Woher soll die denn das wissen? Wann wird Herr Nowak unser neuer Direktor? Im Lauf der nächsten Wochen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Okay. Kein Wunder, dass Herr Nowak jetzt besonders auf sich Acht gibt. So kurz vor seiner Beförderung. Verstehe. Ein Fehltritt hätte fatale Folgen. Okay. Da darf nur ich rein. Okay. Also entweder müssen wir sie ablenken oder mit wem anders hin. Wir können es nochmal eben probieren. Wann wird Herr Nowak... Haben Sie mitbekommen, ob Karl Vierstein jetzt mit der Neuen gehen will? Du meinst Antonia? Unser Karl? Und wenn schon? Komm, lass die beiden mal machen. Du hast schließlich deinen Tim. Ja, da haben Sie recht, Frau Bach. Das heißt, Gabi ist eifersüchtig. Die wollte was von Karl. Ah, aber hier können wir es auswählen hier. Wurde diese Webcam nicht bei Ihnen ausgeliehen? Wann kann ich mit Ihnen rechnen, Frau Bach? Noch ein kleines Minütchen. Gut, aber machen Sie aus Ihrem Minütchen nicht wieder ein Stündchen. Da hörst du es, Gabi. Meine Aufgabe geht vor. Versteht sich von selbst. Okay. Gut, dann müssen wir mit Karl hin. Der ist ja für die Computersachen zuständig. Karl Vierstein? What can I do for you? Könnte es sein, dass die ganze Schule Kopf steht? Erzähl mir mal was Neues. Nicht nur die Schule, das ganze Internat. So, da kommen wir nicht rein. Karl, das ist das Lehrerzimmer. Ja, ist okay. So, Ihr Briefkästen. Karl, mein Freund, dort hast du nichts zu suchen. Okay. Aber, ich sag mal so, war gut, dass wir mit Karl da waren, weil sie scheint ja Karl besser zu kennen, wenn sie das schon weiß mit der Freundin etc. pp. Das heißt, der ist ja bekannt. Können Sie feststellen, welcher Schüler diese Webcam vergessen hat? Frau Bach, wären Sie dann soweit? Geben Sie mir noch ein paar Minuten, ich habe hier einen Schüler. Gewiss. Tut mir leid, es eilt Karl ein andermal. Das sehe ich ein. Was soll denn der Unsinn? Hat sich schon einmal jemand über Kai Brockner beschwert? Wird der Erste-Hilfe-Kurs im Herbst fortgesetzt? Hat sich schon einmal jemand über Kai Brockner beschwert? Hat er dir was angetan? Oder jemand anders? Du, ich platze auf der Stelle beim Direktor rein und wir schnappen uns das Bürschchen. Ich wollte's nur mal wissen. Okay, also er scheint jetzt nicht gerade beliebt zu sein. Kann mir jetzt noch was sagen? Naja, wahrscheinlich brauchen wir erstmal Beweise, ne? Hat sich schon einmal... Wird der Erste-Hilfe-Kurs im Herbst fortgesetzt? Nur wenn genug Teilnehmer zusammenkommen. Schon beim letzten Kurs war es knapp. Wenn ich mich nicht auch noch gemeldet hätte... Sie waren sehr gut. Vor allem die Mund-zu-Mund-Beatmung haben Sie hingelegt wie nichts. Uiuiui, da hat sie bestimmt Übung drin. Okay, also das war's nicht. Sie ist ein bisschen kräftiger. Mensch, da hat doch bestimmt unser Willi Chancen. So alt sieht sie ja noch nicht aus. Ja, Willi Sauerlich, was liegt an? Ein Fall für TKKG, Frau Bach. Komm, lass dir mal was Originelles einfallen. Unser Eins hat zu tun. Okay. Da ist er doch abgeblitzt, verdammt. Ich dachte schon. Willi, das ist das Lehrerzimmer. Okay. Immer noch. Ich dachte, die ziehen jetzt allmählich mal um. Das Zimmer des Direktors ist für Schüler tabu. Okay. Das habe ich mir gedacht, dass das ist. Jetzt haben wir Gewissheit. Gibt es an der Schule Lehrer mit Alkoholproblemen? Nicht, dass ich wüsste. Aber gut, dass du mich an etwas erinnerst. Wir erwarten nämlich eine größere Getränkelieferung für die Schule. Mineralwasser und Brause nehme ich an. Ja, mindestens. Aber ich würde eher Milch sagen. Mit ganz vielen Prozent. War Herr Matzke hier?
Er kam rein, hat geschimpft wie ein Rohrspatz und wollte den Direktor sprechen. Wegen Sabotage. Ich habe ihm erstmal etwas Baldrian zur Beruhigung gegeben und den Vorfall protokolliert. Ah. Das war ihm nun wieder zu mühselig. Baldrian? Ach stimmt, Sie haben ja die Schulapotheke unter Ihren Fittichen. Ah, das erklärt natürlich was. Aber warum sollte eine Sekretärin da die Lehrer sabotieren? Okay, also Karl war es nicht, Klößchen nicht, Gabi. Dann müssen wir mit Tim hier hin. Oder noch ein armer Tim, Klößchen. Tut es noch sehr weh? Nein, Frau Bach, aber das nächste Mal stelle ich mich lieber nicht auf Ihren Hüpfball, wenn ich Ihnen schon Ordner vom Schrank reichen soll. Ach, Tim, du Grundguter. Am liebsten würde ich dich knuddeln. Aber nichts gegen meine rückenfreundliche Sitzgelegenheit. Die ist offiziell von der Schulleitung abgesegnet. Das heißt, wir haben bei ihrem Stein im Brett, weil wir haben ja so ein bisschen uns nur wegen ihr verletzt. Wurde diese Webcam nicht bei Ihnen ausgeliehen? Die Briefe, Frau Bach. Die Briefe. Ich bin so gut wie fertig. Das sagten Sie bereits vor einer Viertelstunde. Also, Tim, du siehst. Ach, nun guck mich nicht so an. Also gut, das bin ich dir wohl schuldig. Dann gib mal her. Ich muss mit dem Schüler sprechen, der die Webcam ausgeliehen hat. Bitte. Die 27. Mal sehen. Ah, hier, ja. Fabian Schäfer. Also ich kann Fabian mal ausrufen, ist das okay? Sie sind ein Engel, Frau Bach. Ich weiß nämlich nicht, wer diese Fabian sein soll. Fabian Schäfer. Fabian Schäfer. Bitte melde dich im Sekretariat. Danke. Mensch, ja, gehen wir denn gleich nochmal hin, oder wie? Der Direktor wünscht nicht gestört zu werden. Gut, das heißt, wir verlassen das Ganze mal und gehen nochmal hin. Ist Fabienne schon aufgekreuzt? Nein, vielleicht ist sie überhaupt nicht auf dem Gelände. Oh, die ist ja patzig. Was sagt denn unser Direktor zu den vielen Schülerstreichen? Er registriert sie und ist ein wenig ungehalten. Ich glaube, er überlässt es demnächst seinem Nachfolger, da mal tüchtig durchzugreifen. Herr Novak, ja. Okay. Ist Fabienne schon aufgekreuzt? Nein, vielleicht ist sie überhaupt nicht auf dem Gelände. Okay. Sind Sie schon mal Opfer eines Schülerstreichs geworden? Gestern wollte ich einen Fehler mit Korrekturflüssigkeit wegmachen. Und male plötzlich alles rot. Als ich mir heute die Fingernägel rot lackieren will, trage ich weiß auf. Kurzum, in beiden Fläschchen war mit einem Mal genau das Gegenteil. Oder nicht richtig hingeguckt. Na, das Herzchen soll mir mal unterkommen. Naja, jedenfalls tragen Sie es mit Humor. Na gut, okay, dann müssen wir suchen. Wahrscheinlich dann eher auf dem Pausenhof, hm? Schuf. Nee. Auf der Frauentoilette, bestimmt. Okay, wir kommen jetzt mit Gabi auch nicht mehr rein. Gut, okay, dann gucken wir nochmal. Sportplatz? Jetzt sind Autos. Hallo, Autos. Ah, da. Nee. Auch nicht. Okay. Wo finden wir denn? Wir waren Schulhofeingangshalle. Fabian Schäfer. Fabian Schäfer. Bitte melde dich im Sekretariat. Ich habe ja keine große Hoffnung, dass sich die Fabian hier überhaupt herumtreibt. Oder sie heißt gar anders. Auch nicht. Das war ja ein Ereignis. Das heißt, es könnte ja... Frau Petzold, sind Sie da drin? Lasst mich in Ruhe. Heute habt ihr genug angestellt. Die Ärmste, sie ist völlig runter mit den Nerven. Okay, aber hier komme ich nicht hin. Oder nur bei bestimmten Personen. Hier muss ja auch noch irgendwas passieren. Ansonsten könnte man ja gar nicht da hinten. Oh, getriggert hat die auch. Ah, vielleicht ist sie beim Brunnen. Und sucht ihr nächstes Opfer aus.
Das sieht sehr leer aus. Okay. Verdammt. Okay. Oder kauft sie gerade Tee? Gehen wir mal Tim hin. Nee. Ist Fabienne schon aufgekreuzt? Nein. Vielleicht ist sie überhaupt nicht auf dem Gelände. Soll das jetzt ein Tipp sein? Muss ich jetzt mit Tim hier überall hin? Oder was? Da kommen wir auch nicht rein. Ah, oh, wir waren ja eben mit Gabi unterwegs. Dann gehen wir nochmal alles mit Tim ab. Hier ist er auch nicht. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Nö. Ja, nicht. Tja, für heute dürfte sich der Computerspaß erledigt haben. Okay. So. Hier ist er nicht. Das ist klar, da kommen wir auch nicht hin. Na komm. So. Sportplatz. Auch nicht. Scheiße, ey. Also irgendwie entwickelt sich das jetzt zu einem sehr, naja, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr frustrierenden Spiel, weil man echt nicht weiß, was hier los ist, oder nicht? Also Verzweiflung pur. Klar, man könnte natürlich sie nochmal... Habe ich mit ihr schon mal eine Frage gestellt? Ist Fabienne schon aufgekreuzt? Nein. Vielleicht ist sie überhaupt nicht auf dem Gelände. Ja, ja. Was sagt denn unser Direktor zu den vielen Schülerstreichen? Sind Sie schon mal Opfer eines Schülerstreichs geworden? Das hatten wir schon. Gestern wollte ich einen Fehler mit Korrekturflüssigkeit wegmachen. Und male plötzlich alles rot. Als ich mir heute die Fingernägel rot lackieren will, trage ich weiß auf. Kurzum, in beiden Fläschchen war mit einem Mal genau das Gegenteil. Na, das Herzchen soll mir mal unterkommen. Naja, jedenfalls tragen Sie es mit Humor. Gut, okay. Also, das hatten wir ja auch schon. Verdammt. Hier ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Da kommen wir nicht rein. Darf ich im Lehrerzimmer warten, bis Fabienne kommt? Bitte. Ach, ehe du mir den letzten Nerv raubst. Oh, sag das doch gleich. Aber das gilt nur für dich, Sportsfreund. Tee, nicht KKG. Oh, Frau Müller-Borello. Fabienne Schäfer. Fabienne Schäfer, bitte melde dich im Sekretariat. Hallo Tim, hast du die Durchsage veranlasst? Ganz recht, wir von TKKG sind den Verursachern von Streichen auf der Spur. Die Aktionen scheinen in Auftrag gegeben zu werden, gegen Bares. Tja, Frau Bach meint, ich könnte hier warten. Ist Ihnen das recht? Aber Tim, was sollte ich dagegen haben? Ein wenig Gesellschaft tut mir ganz gut. Also mal ganz ehrlich, da hätte man noch irgendwas einfügen können. So nach Motto, hey, wart doch einfach im Lehrerzimmer oder so. Also mal ganz ehrlich, okay, also wir können sie fragen und es gilt nur für uns. Das heißt, wir finden die richtige Antwort. Müssten Sie nicht den Haupteingang beaufsichtigen? Oh weh, das ist mir völlig entfallen. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Sie können mir jederzeit Ihr Herz ausschütten. Ist sie vielleicht auch Opfer eines Streiches geworden, hat es bloß nicht öffentlich gemacht. Okay, die ist immer noch nicht da, dann gehen wir nochmal hin. Oh, ja. Sorgen Sie sich um Herrn Novak? Sorgen Sie sich um Herrn Matzke? Sorgen Sie sich um Frau Petzold? Sorgen Sie sich um Frau Bach? Sorgen Sie sich um Ihre Sicherheit? Bin ich denn in Gefahr? Wir passen auf, versprochen. Okay, also wir haben jetzt nur noch die. Also sie ist ja alleinerziehend. Sie hat ja ein Kind, ne? Deshalb kann sie ja nicht immer die Aufsicht machen. Das heißt, sie sucht vermutlich einen Partner oder hat das schon einen im Auge.
deshalb, und da sie ein Kind hat, würde ich ja vermuten, dass sie nicht an Frauen interessiert ist, also eher an Männern, bleibt nur noch der Direktor oder der Sportlehrer. Ich nehme einfach den mit dem höheren Gehalt oder mit dem zukünftig höheren Gehalt. Sorgen Sie sich um Herrn Novak? Sieht man mir das an? Es stimmt. Bingo! Ich habe Herrn Novak einen Kuli geliehen und ihn mir eben zurückgeholt. Von seinem Schreibtisch, an dem er vorhin Klausuren korrigiert hat. Dabei habe ich etwas entdeckt. Tim, bitte sieh es dir selber an. Ich brauche eine zweite Meinung. Sie machen es aber spannend. Na gut, wenn Sie mir Rückendeckung geben. Okay. Also er wird vermutlich erpresst und wir sollen es uns angucken. Da. Okay. Physik. Mal sehen. Physikus, so hieß glaube ich auch mein Dings. Aber es sah ein bisschen anders aus, mein Physikbuch. Mal sehen. Ja, ist ja okay, aber wie, was soll ich sehen? Mal sehen. Mal sehen. Ja, was soll ich sehen? Mal sehen. Mal sehen. Was soll denn der Unsinn hier? Mal sehen. Was ist da diese Ausbuchtung? Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Ah! Ach. Mal sehen. Ein leerer Flachmann, wieder mal. Meinen Sie den Flachmann im Eimer, Frau Müller-Borello? Sieh in die Schublade, aber psst. Fabienne Schäfer. Fabienne Schäfer. Bitte melde dich im Sekretariat. Sag das doch, dass man das wegziehen muss. Also, hallo? Den Flachmann hätte ich auch gern. Gehören die alle Herrn Novak? Sollte er wirklich heimlich trinken? Nicht wahr? Du teilst meine Befürchtung. Ich wollte keine falschen Schlüsse ziehen und bin jetzt noch am Zweifeln. Okay. Oh, Tim, mir fällt gerade ein. Herr Novak wird sich jetzt in seinen Wagen setzen. Er wollte doch nach Hause. Was, wenn er betrunken ist? Sie haben recht. Wir müssen ihn stoppen. Halten Sie hier die Stellung, falls er doch nochmal zurückkommt. Oh. Alter Schwede hier. Komm, ihr jetzt... Nein, ich will andere Richtung. Nun sieh sich das einer an. Oh. Herr Novak, ist alles in Ordnung? Geht es Ihnen gut? Was ist denn mit Ihrem Wagen passiert? Es wird Zeit, dass wieder Zucht und Ordnung herrschen an dieser Schule. Die Schülerstreiche werden zunehmend gemeingefährlich. Ein Wunder, dass Sie mir nicht gleich noch die Reifen zerstochen haben. Wie soll das enden? Herr Novak, da ist noch die Sache mit den Schnapsflaschen. Das ist euch aufgefallen? Gute Arbeit, TKKG. Wo ich bin, tauchen sie plötzlich auf. Diese Streiche gehen zu weit. Wie stehe ich da? Nachher hält man mich noch für einen Trinker. Ich fahre jetzt mit dem Bus nach Hause und überlege mir sehr genau, was ab morgen alles anders wird. Okay. Was passiert jetzt? Hallo? Ach, ein Bus. Ja. Das ist ja kein Bus. Ich dachte, das hätten sie irgendwie als Multivan oder irgendwas deklariert. Bäh, was ist denn das für ein Zeug? Leim oder Toilettenpapier und Wasser? Keine Ahnung. Okay. Das heißt, jemand möchte ihn nicht als Direktor haben. Weil das wäre jetzt hier nur der zweite Streich auf diese Person. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Und sprechen nochmal mit der Lehrerin. Herr Novak war eindeutig nicht betrunken, aber sehr wütend. Man hat sein Auto mit einer schleimigen Masse bedeckt. Er wollte jetzt erstmal mit dem Bus nach Hause fahren. Sicher will er in Ruhe überdenken, wie er reagieren soll. Immerhin steht er kurz vor seiner Beförderung. Nun gut, die Englischarbeiten korrigieren sich nicht von selbst. Das wird ein langer Nachmittag. Okay. Heißt das, wir sollen gehen oder nicht? Also hier haben wir jetzt nichts mehr. Wir können sie nochmal... Nee, können wir auch nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal und wir haben ja die Schülerin ausrufen lassen. Ja, die Frage ist, wo ist sie? Der Direktor wünscht nicht gestört zu werden. Nee, das ist mir schon klar. Okay. Verdammt, ja. Wo finden wir jetzt die Schülerin? Aber ich fürchte, das müssen wir erst in der nächsten Folge nachschauen. Ja. Ich hoffe, das geht jetzt wieder einigermaßen flüssig voran. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.